Hallo, ich begrüße euch zu unserer Werkstunde für diese Woche. Ich möchte euch zeigen, wie man diesen Faltstern aus Papiersackerl macht. Das ist ganz einfach. Du brauchst da nicht viel dazu und es geht sehr schnell. Und der schaut sehr schön aus. Für diesen Stern habe ich solche kleinen Jausen oder Brotsackerl verwendet. Wenn du die kaufst, schaut die so aus, da sind immer ganz viele Stück drin. Und das nennen sie Frühstückstüten oder Butterbrottüten. Du kennst die sicher vom Bäcker. Ich habe für meinen Stern 7 verwendet, du kannst aber auch mit 5 arbeiten. Dann brauchst du einen Klebestift, Uhu Tesa, was du zu Hause hast. So wie ein Labello, den kennst du. Du brauchst noch ein bisschen stärkeres Papier, aus dem habe ich zur Stabilität für den Stern so Streifen ausgeschnitten, die sind 2 cm breit und so lang, circa, wie die Innenseite von deinem Sackerl. Da habe ich einfach das Geodreieck verwendet, das brauchst du auch, 2 cm mit einem Bleistift und dann abgeschnitten. Und auf die Länge, die du für dein Sackerl brauchst, weil du hast vielleicht Sackerl, die nicht anders groß sind als meine, auf diese Länge schneidest du das ab. Das dient zur Stabilität. Dann kannst du deinen Stern, du kannst ihn ganz glatt lassen, du kannst aber Löcher reinmachen, die habe ich mit einem ganz normalen Locher gemacht. Es gibt aber auch Stanzen, die Sterne ausstanzen oder Engel oder Weihnachtsmänner. Du kannst aber auch gerne da was ausschneiden, wie beim Sternschnitt. Das ist ganz deiner Fantasie überlassen, was du möchtest. Und damit du den Stern auch aufhängen kannst, habe ich so einen Draht verwendet. Den kennt man von Sackerl, Nudelsackerl und so. Oder du hast einen Draht auf der Spule. Du könntest theoretisch auch ein Bandal verwenden, wie du möchtest. Gut, und dann können wir auch schon beginnen. Wie gesagt, verwende für meinen Stern 7 Sackerl. Die zähle ich mal da runter. 1. Ich schaue, dass ich keins doppelt habe, weil die bieten ja immer so zusammen. 3. 5, 6 und 7. Auf einem Stapel und zwar so, dass die Seite, die kürzere Seite vom Sackerl, auf der Innenseite ist. Diese Seite ist die richtige, die schaut dich an. Nicht diese. Du hast einen Stapel gemacht und jetzt beginnst du zu stanzen. Das muss man vorher machen, weil du nachher mit einem Locher oder einem Stanzgerät einfach auf der Seite nicht mehr so gut hin kannst. Mein Locher, der ist sehr kräftig, der schafft es, diese 7 Blätter zu stanzen. Und das mache ich jetzt einfach so 3-mal. Einmal rein und dann noch einen einzelnen. Bisschen Kraft. Und dann noch einen einzelnen. Das ist gar nicht so genau, wo diese Löcher kommen. Hauptsache es ist ein bisschen ein Muster drin. Aber wenn dir das nicht gefällt, dann lässt du das einfach. Genau, mein Locher hat es geschafft. Wenn dein Stanzgerät das nicht schafft, dann legst du einfach die Stapel auseinander. Gut, und dann können wir schon beginnen zu kleben. Und zwar funktioniert das so, du nimmst ein Sackerl vom Stapel herunter und klebst mit deinem Klebestift ein verkehrtes T. Vielleicht zweimal streichen, dass es besser hält. Einen Strich nach unten.
und am Ende des Sackerls auch einen. Stellen und das nächste Sackerl einfach drauflegen. Nicht vergessen, die kürzere Seite schaut dich an. So, feststreifen und dann ist ein Sackerl schon geklebt. Und ich bin sicher, du kannst dir das schon vorstellen, wie das dann wird mit dem Stern. Wieder ein verkehrtes T. Den Sackerl drauf. Feststreifen. Weiteres T. Immer schauen, dass du gut von Kante zu Kante arbeitest, dass dein Stern nicht schief wird und auch die Stanzlöcher gut aufeinander liegen. Fertig mit meinen 7 Sackerl, ich streife noch einmal ganz gut und kontrolliere, ob sie alle gut zusammenliegen. Ja, das tut sie. Okay, bin ich schon ganz weit fortgeschritten. Jetzt hat so ein Stern ja eine Spitze oder mehrere und dazu verwende ich mein Geodreieck. Du kannst es aber auch freihand machen, weil es gar nicht so wichtig ist, dass das sehr gleich geschnitten ist. Bei mir geht sich das so aus, dass hier und hier ein Punkt ist und so zeichne ich das an. Ich habe praktisch ein Dach gemacht. Weil du ja mehrere Blätter aufeinander hast, ist es wichtig, dass deine Schere oder dein Stanley-Messer gut schneiden. Falls das nicht gelingt, müsstest du halt nachschneiden. Da musst du schon ein bisschen aufpassen, weil das eine harte Arbeit ist. Und es kann sein, dass sich das während des Schneidens verschiebt. Das war bei mir jetzt so. Das ist aber gar kein Problem. Das ist gut, dass du das siehst. Dann kannst du das einfach nachschneiden. Sehr hübsch schaut auch aus, wenn du eine Zackenschere verwendest. Dann hat dein Stern gezackte Kanten. Aber wie gesagt, es muss gut schneiden. Wenn du keine gut schneidende Schere hast, nimmst du ein Stanley-Messer. Das sollte dich vielleicht aber ein Erwachsener unterstützen. Gut, dann siehst du, das Müll schiebe ich zur Seite. Unsere Blätter haben eine Spitze bekommen. Und jetzt geht es schon los, um zu schauen, wie ist das geworden. Spannend, spannend, haben wir gut geklebt. Nämlich kann man das gut auseinanderziehen. Bisschen Fingerspitzengefühl, nicht zu sehr reißt. Und du siehst, braucht ein bisschen deine Hilfe. Das ist ein schöner Stern entstanden. Er will sich bei mir nicht aufhalten lassen. Nicht nett. Habe ich den Stern aufgefaltet und halte die unteren beiden Sackerl zusammen. Kannst du das sehen? Der ist ein bisschen verwurstelt jetzt noch. Deshalb halte ich so nach. Ich halte immer oben. Kanten nach. Damit das stabiler wird, nehme ich meine beiden Streifen aus Papier und klebe sie. Auf die beiden Außenkanten.
Du hast es ja gesehen. Das sind die beiden, die den Stern dann zusammenführen. Ganz in die Mitte. Wie vorhin beim Kleben, nur halt ohne T, es reicht dir ein Strich. Ich habe es genauso lang geschnitten. Dann wird es ein bisschen stabiler. Mit der Hauptseite. Und jetzt ist der Stern fast fertig. Jetzt brauche ich nur mehr den Draht. Nehme wieder meinen Locher zur Hand. Halte den oben rein und schaue, dass ich die beiden Streifen, mitloche. Führe den Draht ein und mache damit eine Schlinge. Die muss gar nicht groß sein, weil du hängst das ja einfach auf einen Haken oder auf einen Nagel. Genau. Ist der Stern so beisammen. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt auch noch da drinnen ein bisschen Kleber reingeben. Dann hält das besser zusammen. Musst du halt aufpassen, wenn du deinen Stern wieder zusammenfalten möchtest. Aber das geht grundsätzlich. Der Stiftkleber ist nicht so stark. So. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, keine Leuchtschnur reinzuarbeiten, weil ich finde, der Stern schaut einfach so, wie er ist, ganz besonders schön aus. Und der Stern ist fertig für deinen Adventschmuck. Auf Wiedersehen!